Hallo liebe YLs, OMs und SWLs. Willkommen zum DD0OL-QTC. Heute soll es um die USB-Schnittstelle gehen, die im THD74 eingebaut ist. Sie bietet den Zugriff auf die Micro-SD-Karte, wenn eine eingebaut oder reingeschoben wurde, und wahlweise auch auf die Soundkarte, die im Gerät verbaut ist. Wer noch Windows verwendet, muss zuerst einen Treiber installieren. Der wird von der Kenwood-Seite runtergeladen. Und wo das ist, verrät das manuell vom Kenwood des Gerätes selbst. Wer schon Linux verwendet, das Selbstbaubetriebssystem für die Funkamateure, unter anderem für die Funkamateure, der kann gleich loslegen und am besten zuerst das Menü 980 aufrufen, denn in diesem Menü wird festgelegt, ob diese USB-Schnittstelle nun als Soundkarte funktionieren soll oder für den Zugriff auf die Micro-SD-Karte. Menü 980. Und hier ist schon festgelegt, der Mass Storage, also für die SD-Karte. Es gibt eben noch die Soundkarten-Option. Es gibt auch noch eine Option, diese USB-Schnittstelle für den Zugriff auf die ZF zu nutzen von 12 kHz. Das soll aber das Thema eines späteren Videos sein. Wir machen das zuerst mit dem Massenspeicher. Und wenn wir das tun und den USB-Stecker, den Mini-Micro-USB-Stecker einstecken, dann erscheint sofort die Anzeige, dass es jetzt in diesem Speichermodus ist. Das Gerät kann noch nicht verwendet werden. Das ist ein bisschen blöd, aber am Rechner haben wir gleich den Zugriff hier auf alle Dateien, auf alle Verzeichnisse. Wir können diese Dateien verändern, editieren, wir können auf die Repeaterlisten zugreifen, welche drauf kopieren, um sie dann zu importieren. Wir können die Firmware dort ablegen am Computer, ohne die Karte erst ausbauen zu müssen. Wir haben Zugriff auf mitgeschnittene QSOs vom Gerät, die sich runterladen lassen, und auch auf GPS-Daten, die beispielsweise beim Spaziergang gesammelt wurden, die Wegstrecke, die können wir später auch auf den Computer dann importieren. Was uns aber jetzt interessieren soll, wir werfen dieses Gerät aus und nutzen die Funktion als Soundkarte. Leider muss man dafür das Kabel rausziehen und wieder reinstecken und vorher natürlich im Menü, es war 980, die Funktion hier auf AF Audio Frequency umstellen. Jetzt lässt sich das wieder reinstecken. Ich hatte schon die Frequenz eingestellt, die uns jetzt gleich noch interessieren wird. Und wenn wir das Gerät reinstecken, sehen wir hier in der Konfiguration der vorhandenen Soundkarten. Eine Soundkarte hier ist eingebaut. Dann gibt es eine Dummy-Soundkarte, die ich ganz gern verwende. Und das THD74 wird jetzt auch als Soundkarte angezeigt, allerdings nur als Analog-Mono-Input. Diese Soundkarte ist tatsächlich nur dafür da, den Sound aus dem Gerät zum Computer zu spielen. Man kann beispielsweise nicht das Mikrofon damit bestücken. Wenn wir nun bei den Output-Devices ein Programm starten, das Audio verarbeiten kann, beispielsweise FL-Digi, sehen wir hier schon auf dem Bildschirm das PSK 31 auf der 14.070 kHz Frequenz dekodiert wird. Hier ruft eine Station CQ und wünscht 73 an einen Gary, und es kann natürlich auch eine Aufnahme gemacht werden von dem, was wir gerade hören. Audacity ist hier eine Möglichkeit zu starten, um von dieser Soundkarte, die jetzt am Computer verfügbar ist, Aufnahmen zu machen. Das war's schon für heute. Mehr gibt diese Funktion nicht her. Im nächsten Video wird es darum gehen, dass wir uns die Repeaterablagen anschauen. 600 kHz im 2 Meter Band, 7,6 MHz im 70 cm Band und was man damit alles machen kann und warum das meiste eigentlich ganz automatisch funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch nette QSOs 73.